Paderborn-Beziehungsbürgerschaft. Wir haben wieder den größten Code im ganzen Jahr, den es bei mir gibt. Es gibt überhaupt selten Codes für meine Kurse. 28% mit dem Code AUGUST28. Unsere berühmte 28% bei 28 Grad, das sind eher 30 Grad, aber egal. Aktion, einfach in der Kaufabwicklung auf Liebeschip eingeben. Und besser kommst du an die Kurse nicht dran, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen, weil unter Umständen wieder Preiserhöhungen anstehen Ende des Jahres. Also, ja, aber nur ganz kurz. Aus dem Schneideraum habe ich ganz vergessen, unser Paar-Podcast Dopamin ist auch wieder online. Auf den ganzen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Mit dem Thema überaltern. Ja, schaut mal rein. Macht, glaube ich, Sinn. Gut, heute haben wir das gute Laune-Thema mal wieder nette Männer versus Bad Guys, ruhige Beziehung versus der Ex, der noch im Kopf rumschwirrt. Und jetzt, ich habe die E-Mail noch ganz kurz angeguckt. Ich würde euch bitten, achtet mal darauf, wie viel es um den neuen Partner geht und wie viel um den Ex. Ne? Nachricht von Anna Tofkala und sie schreibt: Lieber Christian, vielen Dank für deinen Content. Seitdem ich Ende 18 nach einer auf immer beendeten liebessüchtigen Beziehung angefangen habe, deine Videos zu schauen, hat sich mein Liebesleben einiges geändert. Ich kann euch nur raten, auch wenn ihr denkt, ihr habt mit den Videos alles verstanden. Ich meine, ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, wer hat so billige Kurse wie ich. Wirklich, ich versuche die wirklich günstig zu halten, dass sich jeder leisten kann. Macht die Kurse. Da ist das, also die Videos sind eigentlich nur Anwendungsbeispiele. So, ne? Glaubt nicht, dass ihr alles schon verstanden habt und dass man da so leicht mitarbeiten kann. Ich meine, ich mache die Videos gerne, aber gönnt euch doch da auch mal echt die Kurse. Gut, ich habe es zwar bisher nicht geschafft, in eine lange, sichere Beziehung zu kommen, aber schaffe es konsequent, toxische Menschen nach einigen Monaten Dating auszusortieren beziehungsweise Trennungswünsche meiner Ex-Partner zu akzeptieren. Ja, ist ja schon auch ein Fortschritt. Nutze mein Problem. Ich habe einen wundervollen neuen Partner seit 4 Monaten, / 100-Tage-Grenze, ne? Den ich wahnsinnig attraktiv finde, witzig, liebevoll, intelligent. Schlimm. Wir teilen dieselben Hobbys, der Bachelor ist gut und ich verbringe sehr gerne Zeit mit ihm. So weit, so gut. Das einzige Manko ist, dass er, ich muss mich gerade übergeben, sorry, zu nett ist. Sorry. Das ist halt jetzt, hätte ich aber eine Triggerwarnung vorschreiben können. Zu nett. Okay, mich persönlich stört das stört mich bisher nicht so sehr. Also das ist irre, ne? Aber gut, das gehe ich in meinem neuen Buch auch ausführlich drauf ein, auf diese Problematik. Hat viel mit dem Liebeschip zu tun, der eben auch nicht so nette Männer ist, aber auch ein bisschen mit Polaritätsthemen. Trotzdem, ihr sollt schon nette Männer suchen, sie sollen halt trotzdem polar sein. Also gegen nett ist nichts einzuwenden. Wenn du nett ablehnst, dann wollte ich dir mal, wozu du ja sagst. Ne? Das muss ich eigentlich mal ganz klar sagen. Ne? Ich sage euch hier die brutale Wahrheit. Mich persönlich stört das zwar bisher nicht so sehr, aber es hat Auswirkungen auf unsere Beziehung. Da mein Ex-Freund dadurch unsere Beziehung bedroht. Nein, dein Ex-Freund macht, das weiß ich, muss ich jetzt gar nicht weiterlesen. Du bedrohst die Beziehung, indem du deinem Ex hinterherhängst. Oder vielleicht, weiß ich nicht, passt es einfach nicht, du musst den ja auch nicht weiter daten, aber niemand bedroht hier irgendwas, wenn du es nicht zulässt, so, ne? So, mein Ex ist nämlich das genaue Gegenteil von meinem jetzigen Partner. Er ist abenteuerlustig, sprunghaft, sieht ganz anders aus, sehr leidenschaftlich und vor der Beziehung mit ihm, die 5 Monate hielt, waren wir 3 Jahre lang befreundet. Mein Ex, mein Partner und ich haben alle dasselbe Hobby. Bachata, Salsa tanzen. Also, tolles Hobby. Ich finde es super. Also, ich mag vor allem Bachata. Habe ich mal ein paar Mal gemacht. Finde ich super. Tanzen ist super. Sehr polare Veranstaltung. Ich habe aber gehört, ich weiß es aber nicht, weil ich nie in dieser Szene war, dass es zum Dating sehr schwieriges Umfeld sein soll, also was Toxizität angeht. Aber kann mal jemand dazu schreiben, der wirklich in der Szene ist, ich weiß es nicht. Trotzdem ist natürlich richtig und empfehle ich auch immer, da zu daten, wo man seine Hobbys hat, so, ne? Sodass wir uns regelmäßig bei Veranstaltungen über den Weg laufen. Ich habe mich dazu entschlossen, tatsächlich auf null Kontakt zu gehen, da mich die Trennung damals sehr belastet hat.
Auch habe ich Fehler in der Beziehung mit meinem Ex gemacht, da ich ihm nicht die Aufmerksamkeit geschenkt habe, die er brauchte. Klingt jetzt erstmal alles ganz schlüssig. Jetzt schauen wir aber mal, was gemeint ist mit dieser Aufmerksamkeit. Natürlich haben wir alle Aufmerksamkeit verdient, ne? Ich bin noch in so einem Ausbildungszustand, was mir sehr schwer fällt. Ich musste jeden Tag pro Strecke zu ihm eine Stunde fahren. Ist wieder das hier Prince Harry Phänomen. Was macht man alles für Menschen? Die Religion wechseln, das Geschlecht wechseln, die, nein, Geschlecht nicht, Kontinent wechseln, Familie wechseln, Freunde wechseln und mit denen, die nett sind, ich vermute mal jetzt mal nicht, dass seine Frau so nett ist, aber weiß ich natürlich nicht, aber mit denen, was nett ist, was macht man mit denen? Die werden abgeschossen, ne? Wenn man zumindest ein falsches Programm, das machen ja nicht alle so, der Liebeschip so entsprechend ist. Und was hast du für den alles gemacht, ne? Wo die Beziehung nicht funktioniert hat, ne? Jeden Tag eine Stunde. Warum ist er nicht gekommen? Alles Fragen, die wir uns stellen hier, ne? Für die Falschen macht man zu viel, für die Richtigen so wenig. So ist es, ne? So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bin noch zu früh nach der anderen Trennung diese Beziehung mit ihm eingegangen, weiß jetzt nicht, ob es noch um den davor geht. Mein Ex hat sich dadurch nicht geliebt gefühlt, auch wenn ich oft gesagt habe, dass ich verliebt bin. Ja, was sollst du denn noch machen? Sollst du jetzt zweimal am Tag hin und her fahren? Das ist auch so ein Phänomen in den falschen Beziehungen, dass man sich wahnsinnig anstrengen muss, während man sich in den richtigen nicht anstrengen muss. Wenn du es aber so kennst, dass du dich anstrengen musst, so von aus deiner Kindheit, dann kannst du es nicht wertschätzen, ne? Bis du es verstanden hast. Mach die fucking Kurse, Leute. Ja. Zudem hat er nach unserer ersten... Nee, sorry, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Es hat mich sehr belastet, dass er mit mir scheinbar nicht glücklich war. Und nach der Trennung habe ich ihm gesagt, mich entschuldigt, nach einer Lösung gesucht, wie er sich in der Beziehung mit mir wohlfühlen kann. Wir haben es dann noch 2 Wochen versucht, es lief gut, kein Streit. Wie sonst so oft, also wieder wahrscheinlich so ein bisschen Heiß- und Kalt-Beziehung. Die machen halt ein bisschen addicted, ne? Mein Ex hat sich wegen allem angegriffen gefühlt. Ja, das klingt nach einem super Partner. Was ich so noch nie in meiner Beziehung erlebt habe. Ja, hack's doch ab, Mann. Dennoch wollte er lieber die Trennung, vermutlich auch, weil er 6 Monate nach Nordwestargentinien fahren wollte. Fair enough, kann er ja auch sagen. Zudem hat er nach unserer ersten Trennung direkt mit einer anderen rumgemacht. Gut, das ist also machen viele Männer, wenn Schluss ist, ist auch Schluss. Ne? Könnte ich nach nur 2 Tagen nicht, obwohl mein Ex schon 2-mal die Beziehung beendet hatte und ich mich nicht mehr gemeldet habe, hat er mir ein schönes und aufwendiges Erinnerungsbuch geschenkt. Übergebe mich gleich auf den Tisch hier, wirklich. In dem er all unsere Dates vermerkt hat mit Fotos und Stickern. Ja, aber es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, oder habe ich das falsch verstanden? Und was ist das überhaupt? Also Leute, ich kann euch wirklich sagen, polare Männer machen sowas nicht. Ne? Die sagen dann, okay, du willst dich trennen, alles klar, hasta la vista, ich suche mir jemand Neues. Oder wenn die sich getrennt haben und meinen, das wäre ein Irrtum, dann sagt ein polarer Mann, oh, ich habe einen Fehler gemacht, wollen wir uns mal wieder treffen, wollen wir nach einer Lösung suchen, aber man schickt halt nicht irgendwie ein Poesiealbum. Das triggert mich hart, weil das ist häufig, ich kann nicht genau sagen, warum und wieso, aber diese schwülstigen Sprachen oder auch diese schwülstigen Gesten kommen häufig eher in nicht so guten Beziehungen vor. Also es ist jetzt kein 0-1-Geschichte, wirklich nicht, aber er hat mir auch einen Liebesbrief geschrieben. Also für mich klingt das halt wieder nach Lovebombing. Das erinnert euch an den Dreiklang, ne? Lovebombing, Kritik, Abschuss. Also du hast jetzt nicht vom Lovebombing am Anfang geschrieben, aber das klingt sehr nach Lovebombing. Du hattest die Kritikphase, bist abgeschossen worden, 2-mal. Jetzt geht wieder Lovebombing los. Und wenn du da noch so drin hängst, das solltest du wirklich deinem neuen Partner sagen, dass der weiß, dass er so keine Chance hatte irgendwie, ne? Und einen teuren Gutschein geschenkt. Oh.
Daraufhin habe ich ihn wieder kontaktiert, der hat ja gut geklappt und gefragt, warum wir getrennt sind, wenn wir uns beide so lieben und, oh, weißt du, du kannst das alles machen, das ist auch in Ordnung, aber dann trenne ich doch von einem neuen Freund. Sorry, ich hoffe, ich will dich jetzt gar nicht anträgern, ich hoffe, ich bin jetzt nicht so streng heute, aber dann trenne dich doch von einem neuen Freund, das ist doch fair enough. Anstatt mit dem Alten jetzt wieder anzubändeln und euch zu sagen, wie sehr er euch liebt und gegenseitig Gutscheine zu schenken und Poesiealben, ja, dann geh eine neue Runde, die auch wieder scheitern wird. Zu 98%. Und okay, dann drehst du eben eine zweite Runde. Ja, aber dann lass den Neuen da doch raus, würde ich sagen. Ne? Oder hol ihn ins Boot und sag, hey, das so ist die Lage. Ich bin hier noch ganz schön addicted zum Alten. Denk ständig an ihn. Was machen wir jetzt? Dann hol ihn ins Boot, ne? Dass er sich entscheiden kann. Ne? Wenn wir uns beide so lieben und schon wieder hat er mir erst Hoffnung gemacht und mich dann wieder fallen lassen. Ja, weil das die Natur dieser Beziehung war. Das ist eben so, ne? Und er ist eben so, ne? Was soll man, da wird er dir nicht viel zu sagen können, ne? Ab dem Zeitpunkt und während seines Auslandsaufenthaltes habe ich für mich beschlossen, die Sache abzuhaken. Ja, er hat sich getrennt. Sollst du abhaken. Zumal wir auch unterschiedliche Lebensplanungen haben. Scheinbar hat er ganz andere Ziele im Leben, obwohl wir erst am Anfang der Beziehung ja über unsere Zukunftsperspektiven geredet haben. Jedenfalls habe ich in der Zeit meinen jetzigen Partner kennengelernt. Ja, fair enough. Auf den Tanzpartys hat mich dann mein Ex mit meinem Partner öfter gesehen. Ja, es hat ihn scheinbar getriggert dann, weil er darf sie natürlich trennen, aber du darfst natürlich niemand Neues haben, ne? Wo geht's denn, sowas? Also finde ich eigentlich richtig, dass du jemand Neues gesucht hast. Was sollst du da jetzt auf den warten irgendwie, ne? Und irgendwann eine lange Nachricht geschrieben, dass er in Südwest-Argentinien ja nachgedacht hätte. Ich vermisse dich. Ich denke an dich. Das ist ja komisch, dass ich mich so schnell umorientiert hätte. Was ist denn daran komisch, wenn er nach 2 Tagen eine andere rumgeknutscht hat? Alter, ich verstehe es nicht. Und ob ich ihn überhaupt geliebt hätte. Ich habe mich mit meinem Partner darüber geredet und meinen Ex kommentarlos blockiert. Das ist auch genau richtig. Jetzt muss ich mal verstehen, warum du ihn blockiert hast und trotzdem schreibt er dir, hat er jetzt einen physischen Liebesbrief geschickt oder? Trotzdem versucht mein Ex mich zu provozieren, indem er auf allen Partys mit meinem Partner Smalltalk führt. Ja, aber das ist einfach so ein Game. Das ist so ein Game, was Menschen mit viel Ego und vielleicht eher so ein bisschen mit lieben, also nicht alle, aber viele lieben das. Bis er dich wieder hat und dann bist du wieder fallen gelassen. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das ist so ein Spiel. Kann ich dich ranziehen, wieder wegstoßen, wieder ranziehen, wieder wegstoßen. Ja, er wollte dich nicht. Erst raus. Fertig. Er wollte dich nicht erst raus. Und wenn ihr jetzt, meine, ihr seid freie Menschen, wenn ihr jetzt unbedingt meint, wenn du dieses Abenteuer eingehen willst und sozusagen lieber wieder ein bisschen toxi-toxi, heiß-kalt als nett, ja, jetzt dein Leben, dann mach es, aber dann weih deinen neuen Partner ein, ne? Einmal kam es dabei zum Streit zwischen mir und meinem Partner, das mich schon sehr belastet, wenn mein Ex noch präsent ist und ich das von meinem Partner irgendwie unsexy finde, dass er sich mit einem anderen Menschen versteht, der mich ihm ausspannen wollte und mir sehr wehgetan hat. Das kann ich verstehen. Da bin ich bei dir. Das kann ich verstehen. Das ist auch nicht polar. Also das ist okay, wenn du jetzt mit zu nett meinst, nicht polar genug, da hole ich dich ab, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt komplett bei dir, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich möchte kann meinen Partner nicht zwingen, es zu unterlassen und mit meinem Ex möchte ich auch nicht mehr. Also das finde ich, also das ist ja eine Sache, ob dein Ex dich provoziert. Eine andere Sache ist, ob dein aktueller Partner da keinen Riegel vorschiebt irgendwie. Also da macht er keinen guten Job. Und also da bin ich komplett bei dir. Das ist ja schon wieder fast wie so ein Dreieck, ne? Was kann ich tun, damit diese Gespräche aufhören? Kann meinen Partner nicht zwingen, es zu unterlassen und mit meinem Ex möchte ich nicht mehr sprechen, auch weil ich nicht mehr emotional werden möchte, indem ich ihm zum Beispiel erzähle, wie ich nämlich seine ganzen Aktionen verletzt habe. Ja, also jetzt zum Ende, hast du die Kurve gut gekriegt?
Und ich dachte schon, das klingt ja jetzt wieder sehr, wo man drauf aufbauen kann. Sehr gut, freut mich. Also was du ja sehen musst, ist, glaube ich, und da ist nichts falsch an dir, weil ich kenne das auch, dass jeder, also wenn man so noch so Liebeskummer, liebessüchtig ist, man kann dieses Gesülze einfach nicht ab. Und aber du gehst ja, wie ich jetzt am Ende dieser Mail sehe, gehst du eigentlich gar nicht so richtig drauf ein. Du hast nur einen Fehler gemacht, meiner Ansicht, aber das, mein Gott, es gibt halt Rückfälle. Du hast halt den Fehler gemacht, dass du ihn wieder kontaktiert hast. Das löst halt wieder so viel Liebesdruck da aus oder Vermissen oder ich weiß nicht. Das heißt ja auch nicht immer, dass es eine gute Beziehung war, sondern dass es einfach diese Bindung so stark war, ne? Oder dieses heiß-kalt, ne? Und du musst auf null Kontakt gehen und dazu gehört natürlich auch, dass der nicht mehr mit deinem, der stört deine neue Beziehung und du musst deinem neuen Partner sagen, du kannst ja gerne nett sein, aber ich will echt ja einen Mann haben, der jetzt mir den meinem Ex vom Leibe hält, ne? Und das heißt natürlich, dass sie nicht redet. Ne? Das würde ich ihm ganz klipp und klar sagen und ich würde auf gar keinen Fall auch, macht keine Abschlussgespräche mit euren Exen. Das erstmal geht da häufig wirklich richtig viel schief. Für manche ein sehr gefährliches Gespräch und es triggert nur wieder Liebessucht und lasst es. Also du kein Wort mehr mit ihm, überall blocken, Geschenke in den Müll schmeißen, Gutschein zerreißen, machen Cut. Ne? Das hat nicht funktioniert, das sollte nicht sein. Und wenn ich das jetzt irgendwie falsch verstanden habe, du willst unbedingt nochmal eine Runde drehen, ja, dann sagt es deinem Neuen. Und ansonsten sagt deinem Neuen, er kann ja gerne nett sein, aber er soll mal bitte dich ein bisschen beschützen da von einem Ex irgendwie, ne? Wenn es einfach nur ist, dass er nicht mit ihm redet, muss ihm ja keine, es muss ja jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwie irgendwas Altmodisches machen, muss er ja gar nicht machen, ne? Also einfach nur sagen, sorry, nee, ich weiß nicht, möchte nicht mit dir reden, möchte keinen Kontakt, stört unsere neue Beziehung und möchte, dass du es respektierst. Und wie wir hier sehen, respektiert aber auch dein Ex keine Grenzen. Das wird wahrscheinlich auch Problem gewesen sein in eurer Beziehung. Also ich würde dir raten, das alles nochmal wirklich aufzuarbeiten und lass die Exen Exen bleiben. Also kein Ex zurück irgendwie. Und so mein Rat, also kann sowieso niemand davon abbringen, dass du unbedingt machen will. Und versuch wirklich, dass da jetzt kein Dreieck entsteht. Bitte, 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 bitte. So, und selbst wenn du meinen würdest, du müsstest da unbedingt noch eine Runde drehen, was ich wirklich nicht empfehlen kann, dann sieh zu, dass du deinen neuen Partner erstmal loswirst. So, ne? Also macht sowas nicht in so einem Dreieck. Ne? Ja, hoffe, war es hilfreich. Und tu mir einen Gefallen, mach die Kurse. Dann stellen sich auch ganz neue Fragen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.